Hey Leute, diesmal geht's um das Lernpaket Tesla Energie von Francis, das ich von Kampfunk Kanal 3 habe. Das habe ich mir gestern mal ein wenig angeschaut. Und gestern auch mal ein Oszillator aufgebaut. Also da ist eine CD dabei. Die CD schaue ich mir jetzt mal nicht an. Sind ein paar Bauteile dabei. Unter anderem LEDs, der Quarz, der ist von mir und die LEDs auch. Das hier sind echte RFT-Leuchtdioden aus der ehemaligen DDR. Ansonsten haben wir noch Draht, Transistoren, Widerstände. Okay, gut. Dann schauen wir mal. In dem Buch ist ja viel drin. Einleitung, was alles dabei ist. Ich glaube, die Batterie ist nicht dabei, oder? Die Batterie und ein Batterietipp. Als Stromversorgung dient eine 9-Volt-Batterie, die nicht im Lernpaket enthalten ist, sondern zusätzlich gekauft werden sollte. Alkali-Batterien halten länger als einfache Zinkkohle-Batterien, erfordern aber mehr Vorsicht, dass sie größeren Kurzschlussstrom liefern können. Okay. Einige ausgewählten Versuche benötigen eine größere Spannung, da werden zwei oder drei Batterien reingeschaltet. Okay, ich habe gestern Akkus geladen, das ist ein ganz alter, aber ich denke, damit sollte das gehen. Ja, okay, die Batterie und ein Batterieclip, dann eine LED, Widerstand, ja, dann noch ein Kondensator. 33 PF, 150 PF und 100 NF. Dann Transistoranschlüsse. Die 100 NF, die habe ich da jetzt nicht gefunden. Aber 100 NF müsste ich selbst auch noch irgendwo haben, falls die jetzt da nicht dabei sind. Okay. Dann geht's los mit der ersten Schaltung der Quarzoszillator. 9 Volt Block geht hier. Auf dem Emitter, also hier Masse 33 Pi auf Basis und 150 K von Basis auf Kollektor, dann auch den Quarz und 1 K. Die Schaltung kennen wir ja. Es ist ja der Quarzoszillator, so wie ihn Stefan als 719 auch immer baut. Und das geht nur mit 150 P vom Kollektor auf die zwei LEDs. Gut, genau das bauen wir jetzt mal auf. Wobei, die beiden roten LEDs, die hier dabei sind, die sind irgendwie viel besser als meine RFT-DDR-LEDs und als die ganzen LEDs bei Hochfrequenz, warum auch immer. Ich würde sagen, stecke ich mal an die Schaltung den 9-Volt-Block an. Okay, ich habe hier Plus drauf, unten. Und oben Minus. Plus, da geht nur ein 1 Kilo Widerstand zum Kollektor. Minus geht auf den Emitter direkt von Basis auf Kollektor den 100 Kilo Ohm, Basiskollektor auch den Quarz, Basis auf Emitter den 33 P. Dann geht es weiter hier über den 150 PF da drauf und hier über Leuchtdiode nach Masse. Steckt man die eine mal so rum, dass das lange Beinchen links ist und die andere, dass das lange Beinchen rechts ist. Und leuchtet schon sehr hell. Das leuchtet nur durch die Hochfrequenz sehr hell. Bei der Schaltung hier entsteht eine hochfrequente Wechselspannung, bei 150 P kommt die durch und die beiden LEDs leuchten sehr hell. Ich probiere jetzt mal, statt den beiden roten, die da dabei waren, probiere ich mal zwei RFT-Leuchtdioden. Einmal das lange nach links und einmal den langen Pin nach rechts. Und irgendwie sieht man gar nichts. Oder habe ich Wackelkontakt? Ups. Also den langen Pin, ups, den langen Pin nach rechts, dann den langen Pin nach links.
Es leuchtet nur, wenn beide drin sind. Es leuchtet schon. Oder sollte leuchten, aber irgendwie sieht man das so gut wie gar nichts. Okay. Ich kann ja mal so eine im Vergleich. Ja, die leuchtet. Ah, jetzt sieht man auch, dass die andere leicht leuchtet. Hier, ganz leicht. Aber die leuchtet echt nur ganz leicht hier. Die DDR-Leuchtdiode, die RFT-Leuchtdiode, die hier extrem leuchtet. Dann probiere ich mal zwei LEDs von hier. Also das, was für LEDs da dabei sind, ist echt Hammer, wie halt die leuchten bei hoher Frequenz. Während die RFT-LEDs so gut wie gar nicht leuchten. Dann probieren wir mal die hier mal raus. Und jetzt die da rein, plus muss nach rechts. Okay. Leuchtet auch kaum. Leuchtet, aber leuchtet kaum. Ich kann die zweite jetzt auch mal ersetzen durch so eine. Da muss das Plus nach links. Leuchtet, aber leuchtet kaum. Ups. Wenn es den Kontakt hat. Irgendwo ist ein Wackelkontakt noch. Irgendwo ist noch ein Wackelkontakt. Nur wo? Transistor. Irgendwo hier. Aber es leuchtet, es funktioniert. Dann gucke ich mir das jetzt mal mit dem Oszilloskop an hier. Ja, Wackelkontakt ist irgendwo. Es ist doof mit Steckbord. Dann messe ich mal mit dem Oszilloskop von Masse auf vor dem Kondensator, bevor es zu den LEDs geht. Und dann messe ich hier 13,56 MHz und 5 Volt Pegel. Ein Kästchen ist 5 Volt, etwas über 5 Volt Pegel. Das ist Masse, 5 Volt, Masse, 5 Volt, Masse, 5 Volt. Dann gehe ich mal zu den Leuchtdioden. Stecke ich den SOST mal direkt an den Leuchtdiodenanschlüssen an, parallel zu den LEDs. Und da schaut das so aus. Ich habe jetzt 2,5 Volt oder 2 Volt hier. 2 Volt ins Plus, dann wird es begrenzt durch die LED, 2 Volt ins Minus wird durch die LED begrenzt und so weiter. Jo, jetzt stecke ich mal eine LED raus. Wenn ich eine LED rausstecke, dann wird es auf einer Seite oben nicht mehr begrenzt, sondern nach unten durch die LED. Aber die LED leuchtet nicht mehr. Ich denke, weil der Strom gewaltig abgenommen hat. Stecke ich die zweite auch raus. Schaut das so aus. Okay, jetzt nehme ich mal die Leuchtdioden, die da dabei waren, die da so schön hell leuchten. Eins. Begrenzt hier. Und zwei. Ja, die echt sehr hell leuchten. Weiß nicht, was das für Leuchtdioden sind, die hier dabei waren, aber die leuchten wirklich sehr hell. Die leuchten heller als die anderen LEDs. Mega hell. Und da schaut das Ganze schon so aus. 2 Volt hoch, etwas über 2 Volt runter, 2,5 Volt fast. Also da geht hier das Signal hoch, dann fängt hier die LED an zu leiten, leitet. Und dann geht es runter, genau hier fängt die LED an zu leiten. Wenn die LED anfängt zu leiten, bricht die Spannung ein. Aber es sind 13,56 MHz. Schon interessant, dass es nur mit beiden LEDs geht, wenn beide LEDs leuchten. Jo. Weil das hier über ein Kondensator getrennt ist und hier liegt immer Plus an und Minus. Und wenn hier Plus anliegt und da hier Plus anliegt, dann wird der Kondensator hier mit Plus und hier mit Minus aufgeladen, wenn die eine LED leuchtet. Wenn die hier leuchtet. Allerdings, wenn hier Minus anliegt, dann sperrt die LED ja. Der Kondensator ist aber immer noch aufgeladen. Wenn dann in der nächsten Halbwelle hier wieder Plus anliegt, dann kann der Kondensator keinen Strom fließen lassen, weil er immer noch geladen ist und nicht entladen wird. Nur wenn die zweite LED drin ist, wenn hier Plus anliegt,
dann, dass es sich jetzt nicht mit Plus und hier mit Minus auflädt, leuchtet die erste. Wenn hier Minus anliegt, dann wirkt der Kondensator wie eine Spannungsquelle in Reihe. Minus, Plus, Minus. Die Spannung erhöht sich und die zweite leuchtet. Also der Kondensator sorgt dafür sogar, dass sich der Spannung erhöht und dass damit auch Strom fließt. Und damit leuchten die Leuchtdioden nur mit dem Oszillator schon. Ja. Es ist sehr gut gemacht. Es ist sogar ein Aufbauplan hier. Ich habe es jetzt nicht ganz so aufgebaut. Ich habe es nach Schaltplan einfach aufgebaut. Dann wie man die Spulen wickelt. Das kann man Spulen wickeln. Und als nächstes eine Schaltungsänderung. Hier die gleiche Schaltung, aber nur noch eine LED. Und eine Spule parallel und eventuell noch ein 150p parallel. Das könnte ich mal machen. Die Spule, die habe ich nämlich schon hier. Also würde ich jetzt eine LED weg, eine LED rausnehmen. Genau das hier war Minus hier, Plus hier. Dann von hier auf Minus eine Spule. Eine Spule von da auf Minus. Da leuchtet irgendwie, wenn ich die auseinanderziehe hier, dann fängt die an zu leuchten. Wenn ich aber noch einen 150 PF parallel zur LED und zur Spule mache, wieder in der Schaltung gestrichelt gezeigt, dann leuchtet die wieder. Ich habe einen Schwingkreis, jetzt setzt die aus. Ja, genau, hier ein gestrichelter, wenn ich eine Spule und einen Kondensator parallel zur LED mache, habe ich einen Schwingkreis und der pumpt trotzdem die Energie in die LED. Da will ich auch mal die Spannung messen. Glaube, das wird dann eher mehr sinusförmig sein. Mal direkt die Spannung an der LED messen. Das ist jetzt die letzte Messung, die ich da erstmal mache. So, und da kann man schon sehen, 14,07 MHz. Ich habe jetzt einen Schwingkreis und der Quarzoszillator wird so stark belastet, dass er mehr auf dem Schwingkreis schwingt als auf, eigentlich sind es 13,5 MHz. Mit dem Schwingkreis zusammendrücke, ich bin auf 14,07 MHz. Ja, der springt auf 14,07. Das ist jetzt echt 14,07 MHz, obwohl ich einen 13,56 MHz Quarz habe. Dann mache ich den Kondensator mal wieder raus. Und die LED. Jetzt schwingt er irgendwie gar nicht mehr. Baue ich mal wieder um zur vorherigen Schaltung. So, mal ohne Last. Und ich habe hier wieder 13,56 MHz. Also wenn ich hier am Ausgang den Schwingkreis dran mache, wenn ich hier am Ausgang eine LED, eine Spule und einen Kondensator dran mache, dann schwingt mir das nicht mehr auf 13,56, sondern auf 14 MHz. Ja, ich will das Video nicht zu lange machen. Es sind sehr viele Experimente drin. Ich kann noch mal kurz noch schauen, die HF-Endstufe. Noch ein noch stärkeres Signal. Und dann kann man damit probieren, sogar Energie zu übertragen. Es geht dann so weit, dass man hier einen Schwingkreis hat, Energie überträgt zum zweiten und hier die LED leuchtet. Oder hier Masse verbunden und über 10 cm Draht Energie überträgt im zweiten Schwingkreis. Die würde leuchten und die würde leuchten dann. Schaut dann etwas so aus. Da kann man schon sehr viel machen. Oder über einen Draht nur die Energie übertragen. Oder die dann hier komplett nur so übertragen und die LED leuchten lassen. Aber die Reichweite da ist eher dann, ich sag mal, bescheiden. Okay.